Yo, was geht aus dem Crew? Schön euch zu sehen. Wie schon angekündigt, möchte ich jetzt auf dem Kanal mehr motivierenden und inspirierenden Content mit einbringen. Und deshalb habe ich mir ein neues Format überlegt, nämlich den Motivationsmontag. Und den Motivationsmontag möchte ich euch immer einfach eine Sache mitgeben, die ich auf meinem Weg gelernt habe, die mir geholfen hat, mich vorwärts gebracht hat und hoffe, dass es dasselbe für euch tut. Im heutigen Motivationsmontag möchte ich erstmal irgendwie so die Grundlage legen, ja? Und das ist das zu finden, was wir eigentlich wirklich machen wollen, ja? Dieses eine Ding, wonach wir alle suchen, diese Leidenschaft, dieses Ding, wo wir aufwachen und sagen, hey, ich habe heute richtig Bock drauf, das zu machen. Und das ist die schwerste Aufgabe für uns alle. Ich meine, ich rede immer mit meinen Freunden und sie meinen immer, Pau, du bist so glücklich, dass du das gefunden hast mit der Fotografie, mit der Videografie und du machst es so gut, du kannst sogar Geld damit verdienen, richtig cool, aber wie finde ich das denn für mich? Das ist so unheimlich schwer und ich kann das absolut nachvollziehen. Aber, dem Ganzen kann man nachhelfen. Ich meine, für mich war das so, ich habe das nicht einfach gefunden. Ich habe ein paar Dinge gemacht, die mir wirklich geholfen haben, dahin zu kommen, wo ich heute bin, beziehungsweise das zu finden, was ich machen möchte. Und drei von diesen Dingen möchte ich euch heute mitgeben. Alright, wie habe ich meine Leidenschaft für die Fotografie und Videografie gefunden? Nummer 1, Reisen. Leute, Reisen, das ist das Alleroberste auf der Liste. Nachdem ich mit meinem Abi fertig war 2013, wusste ich noch nicht genau, in welche Richtung ich gehen möchte. Mein Vater war fest davon überzeugt, ich sollte Bauingenieurwesen lernen oder studieren, weil ich das blöderweise mal erwähnt habe. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Und so blieb ich stark und habe mich gegen ihn gewehrt und gesagt, Papa, nein, ich will noch nicht studieren. Ich will erstmal ins Ausland nach Kanada. Und diese Kanada-Reise, dieses Work and Travel, war einfach wow. Das war einfach das Beste, was ich hätte machen können. Denn auf dieser Reise habe ich einfach neue Sichtweisen kennengelernt. Ich meine, zu dem Zeitpunkt hatte ich 13 Jahre einfach nonstop oder konstant in München gelebt und immer dieselben Menschen gesehen, immer dieselben Straßen, dieselben Orte. Nichts hat sich geändert und automatisch ist einfach der Kopf so in einem festen, starren Zustand und sieht nichts Neues. Und als ich in Kanada war, habe ich so viele neue Eindrücke gewonnen, so viele neue Dinge gesehen und Menschen kennengelernt. Und diese Menschen haben mir so viele Stories erzählt von sich. Die waren zwischen 18 und 30 Jahre alt, also so auch in meinem Alter so ungefähr. Und die haben mir erzählt, was sie schon so gemacht haben in ihrem Leben. Die ganzen Jobs oder die ganzen Ideen, die sie hatten. Und so dachte ich mir, wow, krass, was das geht. Sowas kann man machen? Und das hat mir einfach nochmal so alles eröffnet. Und auf dieser Reise habe ich dann irgendwann erstmal einen Fotografen kennengelernt. Der war Surf-Fotograf und hat gesagt, ja, er macht Fotos für Magazine und hier und da für irgendwelche Hotels und so. Einfach die Kunst in den Hotels und verdient damit sein Geld. Und im Skigebiet, wo ich dann nachgearbeitet habe, hat dann ein Fotograf gesagt, ja, ich bin Fotograf für das Skigebiet und ich mache hier und da meine Fotos und verkaufe die an Skigebiet bzw. arbeite für Skigebiet. Und ich habe mir, was geht? Und das ist, ich wusste schon, ja, Fotograf ist irgendwie ein Job, aber es war so nicht fassbar für mich. Aber als ich mit denen gesprochen habe und sie mir von ihren Erfahrungen erzählt haben, war das so, wow, richtig krass. Und dementsprechend habe ich einfach, wie gesagt, diese Sichtweise aufgebaut oder diese Möglichkeit überhaupt gesehen, ja, Fotografie, das könnte ich wirklich machen. Nummer 2, zuhören. Und da muss man wirklich vorsichtig sein, wem man zuhört, denn es gibt eine Menge Leute da draußen, die euch einfach nur fertig machen wollen, euch runterziehen wollen, meinen, dass sie das Gute für euch wollen und sagen euch all das, was ihr nicht könnt, ja, oder Leute, die wirklich was Gutes für uns wollen, aber uns nur Dinge sagen, die sie wollen, dass wir machen, wo wir aber gar kein Interesse dran haben, ja. Deswegen da einfach mal abschalten, nicht hinhören, einfach und eher auf die Seite gehen, wo Leute tatsächlich sind, die euch Gutes wollen. Die meinen, hey, das kannst du so gut, warum machst du das nicht, das kannst du so gut. Oft hören wir da einfach weg. Zum Beispiel für mich war das so, bevor ich nach Kanada gegangen bin, habe ich ein Video gedreht. Ich habe mir meine Spiegelreflexkamera gekauft, hatte eine coole Tanzgruppe und sagte, wir machen jetzt einen Dokumentar. Und wir haben einfach diesen Film gemacht, haben den dann eine Premiere gemacht, im Jugendzentrum gezeigt und 100 Leute kamen da und meinten, ey, das war richtig cool und ich habe total viele Nachrichten bekommen, wo die Leute meinen, Paul, das ist so gut geworden, mach unbedingt so weiter und mach daran weiter. Und ich hätte jetzt einfach sagen können, ja, es ist ein cooles Hobby, ich mache es hobbymäßig weiter. Aber ich habe wirklich gedacht, ja, vielleicht ist es etwas, was ich noch mehr machen könnte, was mehr Leuten gefällt und vielleicht könnte man daraus dann irgendwann richtig was Gutes machen oder was mehr in die Arbeit
Arbeitsrichtung. Und so habe ich dann einfach weitergemacht und seht, was ich jetzt mache. Ich mache Videos und ich mache teilweise Videos für Unternehmen, womit ich Geld verdiene. Und hätte ich da aber nicht hingehört und gedacht, ja, ja, das ist etwas, was man halt so sagt zu jemandem, um nett zu sein, wäre ich bestimmt nicht an diesem Punkt. Deswegen hört ganz oft einfach zu. Wie gesagt, nicht den Müllleuten, sondern den Leuten, die was Gutes für euch wollen. Passt auf, dass man euch nichts einredet von wegen, ja, ja, du kannst es gut, was Mami halt sagt, ja, sondern wirklich Leute, die auf euch zukommen und sagen, wow, du machst es gut. Ich glaube, man spürt da ganz schnell einen Unterschied, wer das sagt und wie das gemeint ist. Und Nummer 3, probieren, probieren, probieren. Und das ist etwas, das habt ihr bestimmt schon so oft gehört, aber es ist einfach wahr. Probiert euch aus, ja, probiert das aus, wenn das nichts ist. Probiert das aus, wenn das nichts ist. Probiert das aus. Wir sind, wie alt seid ihr? Vielleicht irgendwie 20, jetzt wenn man von meinem Fall ausgeht. Ich war damals 20 und warum sollte ich mich beeilen? Warum soll ich jetzt dieses Studium machen, worauf ich gar keinen Bock habe? Oder warum soll ich jetzt das machen, was diese Person will, dass ich mache? Nein, ich nehme mir Zeit, das rauszufinden, was ich mache. Und das heißt, ich probiere das jetzt in diese Richtung. Ich mache erstmal ein Fotografiepraktikum und dann bekomme ich plötzlich die Idee, ich möchte vielleicht Personal Trainer machen oder so und fange dann an, hier zu trainieren und irgendwie Fitnessvideos auf YouTube zu machen. You just gotta be mentally fit, you gotta be physically fit. Speise Quark, as we call it in German. I'm left off with, after 10 weeks of working out, like before... Oder einfach so viele verschiedene Dinge, weil warum müssen wir uns jetzt festlegen? Ich habe mir auch durch diese Kanada-Reise einfach gesagt, wow, diese Person ist 30, sie ist einfach klar im Kopf, ist nicht total arm oder irgend sowas, sondern es heißt, sie reist durch die Welt und warum kann ich mir nicht bis 30 Zeit nehmen? Und das war für mich so, okay, ja, bis 30 werde ich mir Zeit nehmen, rauszufinden, was ich wirklich tun möchte. Und wenn ich es früher finde, großartig, aber ich werde mich jetzt nicht da reinstressen und sagen, ich muss jetzt das studieren, weil ich muss das machen, damit mein Weg gerade ist, damit ich diese gerade Linie habe, von der die Leute hier in Deutschland oder zumindest in München immer wieder reden, ja. Und deshalb nehmt euch die Zeit zu probieren, probieren, probieren. Und bitte werdet nicht gemütlich. Das merke ich bei so vielen meiner Freunde, ja, dass sie dann eine Ausbildung gemacht haben und jetzt haben sie schon ihren Job und sie werden so gemütlich und denken sich, eigentlich ist es nicht 100% das, was ich machen möchte, aber ich habe diese Ausbildung gemacht und ich habe jetzt sogar eine Festanstellung. Warum sollte ich noch was anderes machen? Deshalb, Leute, aufwachen, probiert euch aus und so werdet ihr garantiert das finden, was ihr tun möchtet. Wirklich, ich glaube da ganz fest daran, dass jeder einzelne von uns hier irgendwas hat, was er wirklich machen möchte. Unsere Aufgabe ist nur, das zu finden, ja, dieses Geschenk, das man uns gegeben hat. Und durch diese Dinge, die ich euch genannt habe und viele andere, werdet ihr das sicher finden. Das war's vom ersten Motivationsmontag. Ich hoffe, ihr konntet hier was mitnehmen. Wenn ihr irgendwas mitgenommen habt und sagt, wow, das war echt cool, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, damit ihr weiterhin coole Tutorials bekommt, aber auch diese motivierenden, inspirierenden Sachen. Das ist das, was ich bin, was ich gerne mache einfach. Fotografie, Videografie, aber auch gerne motivieren und mitreißen. Das ist das, was hier auf dem Channel abgeht. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Wir sehen uns im nächsten Video und nicht vergessen, stay awesome und bis dann, haut rein. Peace!